Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Habe ich überhaupt die Kamera angemacht? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. So wie letzte Woche versprochen, zeige ich euch heute mein neues Intro und werde danach ein bisschen erzählen, wie ich das so gemacht habe. Also, Film ab! Und ich komme erstmal zum Haupt. Und jetzt kommen wir zum Teil des Videos, in dem ich euch einfach mal erkläre, was so meine Ideen waren. Dieses Video ist jetzt nicht irgendwie gescriptet oder so. Ich labere einfach mal so drauf los und hoffe, dass euch das überhaupt interessiert. Und da kommen wir erstmal zum Herzstück. Und zwar ist das natürlich diese Pistole. Erstmal sei gesagt, dass ich ziemlich pazifistisch eingestellt bin und ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass auf diesem Kanal irgendwie Waffen verherrlicht werden oder so. Aber ich habe diese Pistole sozusagen als Metapher für die Kraft der Kunst genommen. Denn im Intro steht ja auch Steel TQ, The Power of Arts. Und da habe ich halt einfach so eine Faschingspistole genommen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, wo man solche kleinen Ringe reinlegt, solche Knallplättchen und dieser Hammer dann darauf schlägt, wenn man den Abzug tätigt und das dann so knallt halt. Die habe ich eben auseinandergebaut. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt noch funktioniert hat. Ja, ich habe jedenfalls den ganzen vorderen Teil mit dem Magazin und dem Lauf und oder wie man das nennt hier. Nennt man das Magazin bei einem Revolver? Ich denke schon, oder? Trommelmagazin oder so. Naja, ist ja auch egal. Habe ich eben entfernt und durch diesen Bündel von Stiften ersetzt. Und auf die Stifte habe ich auch so ein bisschen Farbe drauf gespritzt. Die ganzen komischen Wappen und Schriftzüge auf dem Revolver wollte ich natürlich nicht mehr haben. Und da habe ich dann ein Nagel oder irgendein Stück Metall erhitzt mit so einem Gasbrenner. Und bin dann eben da ein bisschen so drüber gegangen, um das halt wegzumachen. Ist jetzt nicht besonders ordentlich. Ich weiß, man hätte sich da eventuell etwas mehr Mühe geben können. Ja, diese Griffe, die habe ich auch demontiert, habe die auf ein Blatt Papier gelegt und habe mit sehr vielen verschiedenen Farben mit Pinseln so drüber gespritzt, wie auch immer. Und dann sind da solche schönen Muster hier entstanden, solche bunten. Und das habe ich dann trocknen lassen und später habe ich die Griffe dann hier wieder rangeklebt. Genau. Weil ich eben wollte, dass nur die Griffe so schön dieses bunte Muster haben und nicht hier alles voller Farbe ist. So, und das war es eigentlich schon, was den Bau der Pistole angeht. Ich habe natürlich auch noch Munition für das Video benutzt. Und zwar habe ich hier einfach, wie ihr seht, einfach so ein paar Spitzen von Buntstiften und einem Bleistift abgesägt. Ja, das waren dann sozusagen die Patronen. Das Intro habe ich dann wie folgt erstellt. Ich habe dort hinten auf meinem Schreibtisch ganz viele Schallplatten ausgelegt und die sich so überlappen lassen, dass man nicht so viel dieses Blaue da in der Mitte oder Rote sieht und dieses Amiga-Logo und so. Das ist ja irgendwie eher störend bei sowas, was auch individuell rüberkommen soll. Und da habe ich die dann halt versucht so zu legen, dass man davon kaum was sieht. Und stellenweise habe ich auch noch schwarzes Papier an diesen Stellen ein wenig darüber gelegt. Und dann habe ich meine zwei Schreibtischlampen von beiden Seiten auf das
auf die Mitte scheinen lassen. Das gab dann auch schöne Lichtreflexionen auf diesen Schallplatten. Und dann wollte ich eben noch so ein bisschen für diese Atmosphärik so ein Entschuldigung. Und dann wollte ich halt so ein bisschen für diese Atmosphärik noch so ein flackerndes Licht, so ein bisschen wie aus Krimis oder Gruselfilmen, Thrillern, wie auch immer. Ich denke, man kennt solche Szenen, wo man diese Neonröhren hat, die eben so flackern, so einen Wackelkontakt haben. Und das ist ja sehr ungleichmäßig. Ich hätte jetzt so eine Stroboskop-App nutzen können, aber das wäre dann eben ein sehr gleichmäßiges Licht. Ich zeige euch das einfach mal. Hier gibt es so eine Stroboskop-App, da kann man dann eben die Herzanzahl einstellen, also ja, genau, langsamer, schneller, wie auch immer. Und das wäre ja aber dann sehr gleichmäßig und das war nicht der Effekt, den ich haben wollte. Und deswegen habe ich mir eine andere App geholt. Und zwar eine App, die sozusagen den Takt von Musik in Lichtsignale umwandelt. So eine Art Disco-App. Ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Ich hatte die auch wieder deinstalliert. Ich habe Music to Light eingegeben im Play Store und einfach diese Music Strobe App runtergeladen. Das ist jetzt auch keine Werbung oder so. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir die halt runtergeladen, um so ein bisschen diesen Flair zu erzeugen und halt so ein ungleichmäßiges Flackern zu haben. Sie lädt gerade runter, die App, weil ich meine, sonst brauche ich die ja nicht. Die habe ich natürlich gleich wieder deinstalliert danach. Wozu braucht man so eine App, ne? Genau, wenn man das halt einstellt, dann reagiert das sozusagen irgendwie auf Laute. Eigentlich. Dann habe ich halt einfach irgend so eine ungleichmäßige Musik genommen. Dubstep-mäßiges. Damit man eben ein etwas ungleichmäßigeres Flackern eben hat, was diese Atmosphäre erzeugt. Ich meine, das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert, aber ich habe dann natürlich erstmal irgendwie so eine Art epileptischen Anfall gehabt, wo ich dann im Dunkeln auf dieses Display geguckt habe und dann ist halt sowas da, aber ja, das war ganz lustig. Boah, ist das widerlich. Ja. Hilfe! Ja, genau. Und ich habe halt einfach mein Stativ vor diesen Schreibtisch gestellt, habe das eine Bein auf so einen Stuhl gestellt, damit ich das wirklich so hinbekomme, dass der Kamerawinkel so gut wie möglich wirklich von oben ist. Und habe das eben gefilmt, habe natürlich sehr viele Versuche gebraucht. Ich habe nämlich erstmal diese Munition fallen lassen und bis das halt cool aussieht, hat es natürlich eine Weile gedauert, bis es zufällig eben so gefallen ist, dass es mir gefallen hat. Ich hatte da natürlich so meine Vorstellung, wie das ungefähr bildmäßig angeordnet sein soll und musste da aber ja natürlich mit dem Zufall arbeiten, weil ich ja keine telekinetischen Kräfte habe oder so. Und ja, dann habe ich mir halt einfach meine. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Und ja, dann habe ich mir halt einfach meine komischen kaputten Penner, Drogen, Händler, Handschuhe, Klischees angezogen. Und ich dachte mir, die passen da auf jeden Fall gut so zur Atmosphärik dieses Intros. Und habe, nachdem die Schüsse gefallen sind, die Pistole hingelegt. Ich konnte mir da natürlich Zeit nehmen und musste die jetzt nicht wirklich, wie es da so aussieht, direkt dahinlegen, nachdem die Schüsse gefallen sind, weil ich ja einfach die Sequenz dazwischen wegschneiden konnte. Danach habe ich halt einfach viele Close-up-Shots von der Pistole gemacht, wie sie dort zwischen diesen Schallplatten liegt, was ganz viele coole Lichtspiegelungseffekte erzeugt hat. Hab dann auch noch mal mit einer höheren Brennweite von weiter weg das gefilmt und so ein bisschen Bewegungen, Schwenks und so gemacht, um da Dynamik reinzubringen, nach diesem harten Cut dort im Intro. Und ich denke, das hat echt sehr gut geklappt. Ich finde es jedenfalls gelungen. Es entspricht meinen Vorstellungen.
Das Einzige, was ich nicht so cool finde, ist eben, dass meine Kamera, was die Low-Light-Performance, also die Aufnahmequalität bei schlechteren Lichtbedingungen betrifft, nicht wirklich gut ist und ich deswegen da ziemliche Probleme hatte. Aber das Bildrauschen hält sich noch in Grenzen und ich denke, man kann mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ja, die Blitzeffekte bei den Schüssen habe ich dann natürlich danach im Videoprogramm eingearbeitet, auch die ganzen Schnitte und so natürlich. Und ein bisschen Color Grading, so ein bisschen diesen Filmlook mit dem etwas ungesättigten Schwarz, sagen wir mal so. Und habe ein bisschen versucht, die Helligkeit hochzuziehen und so. Ist halt echt nicht gut mit meiner Kamera. Aber ich denke, ich habe auf jeden Fall das Beste aus ihr rausgeholt. Jo. Und genau. Falls ihr wissen wollt, wie ich das in meinem Programm noch bearbeitet habe, kann ich dazu natürlich auch gerne ein Video machen. Aber in diesem Video jetzt würde das auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Und ja. Ja, erzählt mir doch einfach mal, wie euch das neue Intro gefällt. Verratet es mir unten in den Kommentaren. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr, eure Meinungen darüber zu lesen. Ach so. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Wenn ich jetzt so frei rede oder wenn ich ein richtiges Skript habe, wie bei meinen Veganismus-Videos, wo ich zum Beispiel mal darüber geredet habe, was der Welthunger mit der Nutzviehhaltung zu tun hat oder über das Thema Fisch geredet habe. Da habe ich nämlich natürlich mir erstmal einen langen Text geschrieben und lese den mehr oder weniger vor. Sagt mir einfach mal, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Und ansonsten gibt es jetzt nicht mehr ganz so viel zu sagen. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und es würde mich natürlich wie immer mega freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst und dem Video einen Daumen hoch gibt oder es teilt, wenn es euch gefallen hat. Und damit würdet ihr mich auch sehr unterstützen und das schätze ich natürlich sehr wert. Dankeschön, Dankeschön. und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.